Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir durften uns letztens einen Kindheitstraum erfüllen. Und zwar waren wir im Heidepark und wir durften jede einzelne Bahn fahren, ohne irgendwo anzustehen. Das Ganze haben wir im Stream gemacht, zusammen mit Hugo, Wieland und Revi. Und die haben den ganzen Tag nur Scheiße gebaut. Beim Foto alle ohnmächtig. Das Ganze war super witzig, deswegen dachten wir, laden wir euch das auch noch hier hoch. Deswegen, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ey, wollen wir einfach direkt loslegen? Also, hier können wir. Los geht's, Chat. Ich wollte jetzt eigentlich hier sitzen bleiben. Alter, okay, fangen wir hier direkt an. Hugo fängt an. Hier, hier, hier. Hugo fängt an. Du musst tatsächlich in den Metallring. Ja, nimm dir ein bisschen mehr Zeit, Bro. Bro, was ist das? Warte, du kommst nicht weiter. Die Würfel sind ultra Arsch. Ich. Was? Lass Kevin. Boah, das wäre so geil, wenn ich jetzt straight an reinmache. Alright, Chat, das ist für euch, alright? Der Ball, der nicht reingeht. Hey, Chat, der jetzt daneben geht, der ist für euch. Wie Arsch, alle Arsch. So, irgendwer muss das treffen, Leute. Digga, zum Glück sind wir uns hier zum Achterbahn fahren. Oh! Junge, wir sind heute gekommen, um hier die ganzen Bahnen auszuchecken. Wir werden die nächsten 5 Stunden nur hier haben. Wir werden hier die nächsten 5 Stunden nur am Basketball-Ding sein, Chat. Können wir Pikachu haben? Oh, wir gewinnen! Yeah. Hugo, bitte. Was? Tu nicht dasselbe wie mit Vivi. Bro. Bitte kein Loch da reinmachen, Bro. Okay, weiter geht's. Wollen wir mit irgendwas so richtig Chilligen anfangen? Der Express. Mit den Loopings, oder? Boah, wir könnten hier mit Loopings anfangen. Ja, Tim, gut. Bist du bereit? Ja! Bro, Digga, sehr, sehr. Ich bin fertig. Digga. Wir können anfangen. Ihr seht aus wie die größten Allmanns. Sind wir auch. Ich will deinen Screamer drauf haben. Warum? Weil du nicht scheinig. Oh, natürlich schreist. Nein, ich scheinig. Bro, es geht doch gar nicht schnell. Oh Gott, das ist jetzt schon echt schnell. Anhalten! Ihr scheiß auf. Anhalten! Ihr scheiß auf, Alter. Oh mein Gott. Ich hab mich die Bock jetzt. Okay, Kevin, ich sag's dir, ich liebe dich. Küss mich auf den Mund. Ich komm nicht ran. Oh Gott, es geht los. Oh Gott, Jungs, jetzt seid ihr da! Direkt Looping! Das ist aber auch geil. Das Stadtbild ist ja. Oh, ich bin einfach gestorben. Guck mal. Ich dachte, wir sind gekommen, Alter. Vielleicht bin ich. Aber sind wir wieder live jetzt? Ja, ne? Bro, als Monte hier war, der ist mit so einem Kart, glaube ich, rumgefahren, ne? Ja, so das, so, aber, das war aber so langsamer, als würde man laufen. Das lag auch so daran, dass er nicht mehr als 10.000 Schritte am Tag machen kann. Also, weil seine Gelenke machen das nicht mehr mit. Boah. Ey, guck mal hier. Digga, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Was? Bro, was? Genau. Hä? Code ist einfach saftig knapp. Digga, was ist einfach, hä? Klassiker, Bro. Dankeschön. Und ich würde auch noch einmal Oreo-Banane, bitte. Wollen wir so voneinander lutschen? So ja, wir lassen mal voneinander lutschen. Okay, dann wie geht das? Ich würde das einmal hier halten. Oh, boah, Digga, holy shit. Okay. Alle. Ich finde immer noch, Erdbeer und Schokolade ist Quatsch. Richtig dumme Aussage. Aber es ist in Ordnung. Ich respektiere alle. Oh nein. Ich hab gesabbert. Auf meinem G steht für Gönnen, Herz. Vielleicht haben die auch so Papa Pussy demnächst da als Ding hängen oder irgendwas. Was hast du, irgend so einen Spruch? Von Wieland einfach so ein Herz, wo nee draufsteht. Bro, das wäre hart. Nee. Ich hab gar keinen Spruch. Oder mit so diesem Zuckerguss ist so ein Bild von Wieland gemalt. mit dem Schnurrbart. Mann. Will jemand G-Shit für Gott? Ja! Oh mein Gott. Das ist runtergefallen. Oh mein Gott. Oh, Hugo. Nimm einfach lachende Sonst und behält dich und verschenkt sie einfach weiter. Ja, ich lebe von den Reichen. Viel mit den Reichen. Hier steht für Gönnen, ne? Deutsche Robin. Oh, warte, Digga. Und du vermisst einfach alles. Ja, das ist krass. So geht der mit den Geschenken um vom Heidepark. Chef, wir fahren jetzt Kolossus. Ach du Scheiße, Digga. Guck dich das an. Oh mein Gott. Ey, Miguel, sag ehrlich, wie froh bist du, dass du da jetzt mitfahren musst? Ja, ich bin sowas von froh, dass ich das vorstellen, ne? Digga, what the fuck? Ich hab Angst, wirklich Angst. Wir machen jetzt Challenge, Hugo. Keine Mine verziehen. Keine Mine. Beim Foto alle ohnmächtig.
Und jetzt Bremsung! Oh, oh Gott! Ja, ich glaube, ich habe wirklich, wir müssen kurz ins Hotel, ich brauche Wechselhose. Was ist gerade passiert? Mir läuft es an den Beinen runter, ich kann nicht mehr. Ganz kurz! Das kann nicht sein! Rumatra, was? Der hat seine Brille zerbrochen. Bro. Das passiert den Besten. Lass doch ein Eis holen, dann vielleicht noch ein Crepe und dann ein paar Nachos. Ja, nein, behalt. Nein, behalt das im bitte. Ey, ich kann Geld von Zuschauern nicht annehmen. Ich schon. Boah, ich fühle mich wie so ein Ultra-Arschloch, wenn wir uns überall vordrängeln, alles umsonst bekommen. Ich meine, das ist geil für uns, aber so. Ich liebe den Tag. Ich fand das gar nicht unangenehm, weil es der Security-Guy alle Leute, die schon in der Schlange waren, rausgeholt hat, damit wir da hingehen können. Fand ich eigentlich voll chillig und angenehm. Imagine, Bro, 2 Stunden Kolossus und er läuft vorbei. Mann, du Wichser, Alter. Bro, es fühlt sich vor mir ein bisschen schlecht an, ne? Es ist so Kindheitstraum, ja. Weil man einfach so durchgehen kann und so, man kann alles einfach machen und so, das ist schon crazy. Auf der anderen Seite, man fühlt sich schon so ein bisschen räudig gegenüber den anderen Leuten. Ja. Ne? Aber man muss auch dazu sagen, das darf man halt nicht vergessen, wir haben auch wirklich echt viel dafür geleistet. Bro, wir haben das überhaupt nicht verdient. Wir sind die letzten Menschen, die hier vorgelassen werden sollen. Bro, wenn Merkel jetzt kommt, ja, Tamam, mach Park zu, die soll alleine fahren. Aber bei uns, Bro, lass uns anstehen. Tamam, lass die alleine fahren. Ja, ja, Digga, so. Wilbo, falls du das hier ins YouTube-Video schaffst, kannst du so mit AI so auf Hugos Gesicht einfach Merkel packen oder so? Weil ich das witzig finde. Okay. Ich bin ein Hurensohn. Weil ich habe ja Merkel gesichert. Nee, Bro, da war jetzt nichts drauf gerade. Ich glaube, ey, no joke, ich glaube, Hugo wird wieder Zuckerschock haben wie im Snowtrip. Digga, da warst du ja gar nicht dabei. Bruder, er hat irgendwie so 2x Zuckersachen gegessen. Was hast du gegessen ich da? Ich habe 2 fette Torten gegessen und wie hieß das immer? Maracuja? Nee, Kokos irgendwas. So. Da hatte er Zuckerschock, musste sich hinlegen. Das ist crazy. Ja, das war geil. Wie, das war geil. Nein, Retalk, du weißt. Ich habe das, glaube ich, wirklich wieder. Aber so, so balanced gerade. Wo bist du gerade high? Nein. Aber ich bin glücklich. Das ist so wie high irgendwie. Digga, so scheiße. Der hat gerade einen Zahn verloren. Nein, hat er nicht. Nein. Da, da, du hast gerade weggemacht. Bruder, was? Was ist passiert? Haben wir so einen Club. Er hat draußen aus mit Zahn. Er redet so mit mir, Bro. Er hat einfach Skorbut. Eine Piratenkrankheit. Er hat Vitamin C gegessen. Ist das geil? Digga, ist das crazy? So, wir fahren jetzt ein ganzes Glück erstmal im Desert Raid raus. Und Chats, wie findet ihr es bis jetzt? Hättet ihr auch gern so viel Spaß wie wir? Aber sitzt zu Hause und seid arbeitslos? Los, 3, 2, 1! Oh nein, Digga. Tschüss! Boah, das ist so dumm wieder. Ich hab eben so viel gegessen. Mir ist schlecht! Oh mein Gott. Oh. Mann, Alter, guck mal, wegen dem Logo sieht's so aus, als hätte ich keine Haare mehr. Jo, wegen dem Logo. Doch, das ist wirklich wegen dem Logo. Also in 2 Monaten. Ja, wegen dem Logo. Mann, du ein Wichser. 2 Monaten. Die ist richtig entspannt, ne? Okay, dann Miguel, das ist deine Bahn. Okay. Miguel fährt die erste Bahn mit, Chat. Dann müssen wir mal kuscheln, alle. Hey, stopp, geht die über Kopf? Ja. Ja? Bruder, wir sitzen in einem Boot auf Wasser. Hä? Ja, und? Es geht, Bro. Ey, Mike, du bist ultra dick oder so. Bro, hier läuft's gleich über, Bro. Digga, oh mein Gott, wir kennen das. Was ist denn jetzt? Kannst du alle nach links gehen? Ja, lass doch alle nach links setzen. So ein bisschen. 1, 2, 3. Nein. Stopp. Leute, auf gar keinen Fall. Stopp. Das ist lustig. Alle nach links gehen jetzt? Oder nein. Was? Alle nach rechts jetzt. Nein. Wir ziehen alle unsere Hose aus. Auf 3. Oh mein Gott! Ich bin tot! Oh Gott! Wer hat den an der Schwanz gefasst? Da fahren wir durch. Digga. Oh nein! Wir fahren durch den Wasser vor uns! Hä? Echt jetzt? Die Tasche! Nach rechts! Nach rechts! Nach rechts! Du Wichser!
Leute, aufsteigen. Guck mal, das sind kleine Schaffis. Bitte aufsteigen. Dass eine entspannte Bahn mit euch so unentspannt wird, ist ja geisteskrank. Das war stressiger als alles andere bis hier. Also ich fand's ganz cool eigentlich. Wir machen jetzt Wasserbahn. Ja? Mount Rafting. Geil, geil. Hey, warte mal, wo hast du das her? Warte, warum haben wir... Hey, du Dreckiger, hey, hallo. Warum hat wieder... Hey, warum auch nicht so viel? Warte, ich... Ah! Ja! Da du Scheißkerl! Ja! Ja! Er wird das gefickt! Oh, schön mal wieder befreien! Ja, oh ja! Oh ja! Nein! Das! Nein! Oh Mann! Oh. Bro, ich hab das Gefühl, wir acten hier mehr als jedes dreijährige Kind, Bro. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Dreh dich! Dreh dich! Turn around! Turn around! Mann, turn around! Hat dir schon mal jemand reingefallen? Guck mal, auf ist neue Hund geschossen! Jo! Ich hoffe, wie dann wird das? Digga. Wir haben gerade so wirklich so zwei Ponchos gewastet. Bro, wieder sieht aus, als hätte er sich eingekackt. Ist das Gelb? Nein, 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 können wir nicht. Eine Brezel? Nee, Gelb, wir dürfen nicht, sorry. Jo, Brezel nehmen wir. Nein. Hä? Vielleicht habt ihr die angeleckt. Oh. Und jetzt habt ihr Zungenkuss mit dem. Oh, Seven. Ja, W. Okay. Nee, geht's. Hä? Seid ihr nass geworden? Oder wir haben gerade eine Brezel bekommen von jemandem, der auf der Brücke stand. Der war auch witzigerweise maskiert. Aber wird safe sein, die Brezel, Bro. Oh mein Gott. Jetzt ist es soweit. Oh ne? Mein Gott, ich glaube, wir haben jetzt das Peppa Pig Meet and Greet. Ja. Oh mein Gott. Hat Peppa Pig auch Security? Ja. Warum? Ja? Bro, warum sollte Peppa Pig Security brauchen? Wegen dir? Was hast du vor? Nein. Was willst du machen? Bro, weißt du, erklär wie, dich. Digga, ich sag, Peppa Pig ist famer als du. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. 100%. Okay, ich sag auch ein crazy take. Obama kennt mehr Leute als ich. Mein Gott, und unsere Security gegen die von Peppa Pig gleich. Peppa Pig gewinnt. Da! Oh, da ist, oh mein Gott! George! George ist dabei! George ist dabei! Let's go! Let's go! George! Digga. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hallo! Oh mein Gott! Hallo! Das schon mal! Oh mein Gott! Hallo! Hallo, hi, ganz warm, hallo. Hallo. John! Oh ja. Mein Gott. Was gehört John? Ja! Hallo. John! Oh, ist das schön. Wollen wir alle zusammen George, ein Bild machen? Wollen wir den Greedy so ein Bild machen? Ey. So. Ja, 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 ja. Ey. Ey. Oh, oh ja! Peppa Pig goes dirty! Ey. Gangstein. Okay, ey, lass alles so. Ihr müsst in die Mitte, oder? Sollt ihr warte, lass uns hinknien. Okay. Ich glaube, wir waren knappe 20 Jahre zu alt dafür gerade. Nein, das war super. Ja, das war mega nice. War so schön. Ich hätte Peppa Pig sagen sollen, dass sie cool ist, aber das Videospiel müssen wir nochmal überdenken. Weil das war eine übelste Psychose, Alter. Aber guck. Oh, nein, nein. Oh mein Gott. Hä? Wasser. Oha, wie geil! Hugo, willst du dich da hinstellen? Doch, ich will das machen. Ja, mach mal. Wir warten auf den nächsten Ride und du stellst dich dahin, wo das Wasser kommt. Nur der Avatar beherrschte alle vier Elemente. Wasser. Er ist komplett nass. Digga. Ich hätte nicht gedacht, dass das so krass ist. Digga, ich muss mich umziehen. Scheiße. Oh, mir ist jetzt kalt. Oh nein, das ist ja unerwartet. Okay, die Jungs ziehen sich jetzt um. Ey, wir müssen leider weiter. Ich hoffe, es ist okay, Männer. Sorry. Baby, hat sich YouTube, Twitch die letzten 10 Jahre positiv oder negativ entwickelt? Ich kann die Frage sehr schnell beantworten. Was laberst du? Digga, ich bin der Motherfucker hier, der Wasser bändigen kann und ihr seid Loser. Du wurdest von der Achterbahn nass gespritzt, komm mal runter. Hugo? Ja. Sag ehrlich, bereust du es ein bisschen nicht nach Köln gekommen zu sein? Komplett, hat er gestern gesagt. Habe ich gestern gesagt, ich bereue es, weil ihr auf einmal anfangt, alle zusammen was zu machen. Davor wurde mir immer gesagt,
dass da nichts läuft. Aber jetzt auf einmal fängt's an. Also ja, ich bereue es ein bisschen. Ja, aber Hugo, du musst dir keinen Stress machen. Ich glaube, die nächsten anderthalb, zwei Jahre in Köln werden richtig scheiße. Warum? Weil wir alle da sind. Wir wohnen alle voll in der Nähe voneinander. No joke. Alles ist fußläufig. Wir werden eine richtige Scheißzeit haben. Sport machen. Madeira viel geiler. Bro, du machst deinen Stream mit Leuten, die tausende Kilometer weit weg sind. Dann gehen die eine halbe Stunde später offline, weil die mit ihren IRL-Freunden in Köln chillen wollen. Du bist allein und kannst alleine Fett geben. Ist doch viel besser. Digga, ich hab grad in meinem Kopf gedacht, dass ich jetzt disconnecte, aber wir sind in Real Life. Das geht gar nicht. Aber stell mich vor, ich wäre gerade nicht mehr da. Man hätte nur so diesen Discord-Sound. Und er fällt einfach um. Das ist die Bahn, die wir fahren. Das tut dann noch. Ich werde die aussetzen. Das waren wir? Ja, ja. Nein, ihr trollt. Nein, ich schwöre. Straight up. Digga, nach dem Essen direkt. Ja. Also ich hatte bis jetzt einen richtig tollen Tag und ich wünsche euch richtig viel Spaß. Nein, du hast mit? Nein, ich kann die nicht. Ja, na klar. Nein, ich kann die wirklich nicht. Ist das schlimm? Wir haben ja so gesagt, schlimm. Na, Bro. Das ist die gruseligste Art Bahn, finde ich, oder? Ja. So diese, wo man so hängt. Bist du die schon gefahren letzte Woche? Nee, wir durften uns nur reinsetzen. Okay. Oh nein. Okay. Oh mein Gott. What the hell? Alter. Ain't no way, Mann, halt deine Fresse. Ey Leute, wir hätten vielleicht eine Pause machen sollen nach dem Essen. Ja, voll. What the fuck? Ich werde auch kotzen. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Digga, ich schwör mich an wie Igor Kowalski. Warte, geht's noch weiter oder ist jetzt Pause? Ich guck gar nicht gewesen. Wie geht es auf? Automatisch. Gut, tschüss. Dankeschön. Ich arbeite hier. Danke, mein Besser. Kleines Trinkgeldgefälle hier. Nee. Ja, da fix. Oh, gehen wir Arcade-Halle noch? Müssen wir gegen Internet gucken, ja? Okay, wir probieren es mal. Vor uns ist eine Kane-Halle noch. Vielleicht können wir noch ein bisschen. Was hast du gemacht? Nee, nichts. Er hat einfach nur Fistbump gegeben. Ey, läuft's, Großer. Bist du am Gewinn? Digga, es ist unmöglich, hier irgendwas zu machen. Guck dir das jetzt an, wie perfekt ich den nehme. Es geht nicht. Oh mein Gott, du warst der Kran. Du warst der Kran. Digga. Wir können nur zusammen funktionieren, Hugo. Oh mein Gott! Hast du die Karte, Hugo? Ja! Die behalte ich! Digga! Die hab ich! Es ist wieder ein Sonic, Chat! So, okay, so wie in Berlin! Ey, Boxautomat machen wir doch, oder Kevin? Wow! Ja! Wollt ihr auch? Wir beide gegeneinander? Ja. Haben wir noch? Hey, schlag mich doch! Aber warte, nimm auseinander jetzt! Digga, was? Junge, vor versammelter Mannschaft gefickt, Alter. Wir müssen hier weg. Ich lasse das mit den Boxen, lass ich jetzt endgültig sein, Leute. Noch einmal. Jetzt ist vorbei. Jetzt. Das war crazy. Meine Freunde und ich sind kurz vor Kontaktabbruch. Was soll ich machen? Manchmal kann man es nicht aufhalten, Bro. It's life, Mann. Ich find's aber geil, wie du zwischen so mehreren hunderten Euro Donis immer noch so einen kleinen Life-Advice raushaust und so. Aber du machst es so, der ist so allgemein verfasst, jeder könnte ihn auf sich anwenden. Ja, aber Bro. Bro, manchmal ist einfach so. Nein, guck mal. Was willst du machen, Bro? Leben ja, wir weiter. Ja, guck mal, ich kenne dir. Ey, schau nach vorne. Ich kenne dir. Gib nicht auf. Ey, wenn dich einer schubst, steh wieder auf. Man denkt immer, okay, es ist vorbei und dann geht's doch weiter, Bro. So ist es halt. Stressen wir uns gerade, weil das Finanzamt uns beide auf mehrere Millionen verklagt? Nein. Haben wir einen geilen Tag im Heidepark? Ja. Let's go. Warte mal, den Part mit dem Finanzamt ist bei mir jetzt nicht so. Hat Lena dir nicht gesagt?
Ne? Nee, noch nicht. Ah, sie wollte, dass man einen schönen Tag hat. Wir reden ja, gleich. Gut, immerhin. Wir reden gleich. Ach, geil, ey. Geil, geil, geil. Hugo, hattest du Spaß heute? Das war wirklich seit Wochen ein guter Tag. Das war wirklich sehr geil. Wir hoffen, es hat euch gefallen, Chat. Wenn es der Fall ist und ihr könnt es gerade auf YouTube, lasst einen Daumen nach oben da. Ganz schaut kurz, bei den Jungs vorbei. Ich möchte eine Sache sagen. Vergesst nicht, dass ihr immer nach vorne schauen müsst. Egal, es geht immer weiter. Danke für die 10 Gifted. Ey, Schuss geht raus in den Heidepark. Danke an den Heidepark. Ciao, ciao. Dankeschön, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss.